Ja, servus und herzlich willkommen zu der Edelmetallstrategie, heute zum neuen Video. Mein Name ist Benedikt Hausler und heute schauen wir uns mal an, welche Formen es gibt, Gold und Silber und andere Edelmetalle zu kaufen. Beginnen wir mal damit, warum man Gold und Silber überhaupt kaufen sollte. Wir alle bekommen gerade mit, dass die Notenbanken unglaubliche Mengen an Geld drucken. Das ist eigentlich immer ein guter Indikator dafür, dass eine Inflation kommt. Wir sehen gleichzeitig, dass auch die Notenbanken, die erzeugen ja nicht Geld irgendwie, sondern die kaufen gerade auch wirklich extrem viele Anleihen auf. Und ganz spannend ist, im Vergleich zu den letzten 8 Jahren, wo die Notenbank ja auch extreme Mengen an Geld in die Märkte gepumpt hat, ist jetzt der große Unterschied. Und der könnte auch der Grund sein, warum es jetzt zur Inflation kommt und vorher nicht. Aktuell ist es so, dass die Notenbanken alles aufkaufen, was auf dem Markt ist. Egal wie werthaltig diese Anleihen sind, egal wie werthaltig die Staaten, die Volkswirtschaften dahinter sind und auch egal wie schlecht die Unternehmen sind, von denen diese Anleihen gekauft werden. Das heißt, wir haben nicht nur Geldmengenwachstum, das hat man die letzten 8 Jahre schon, sondern wir sehen in der Bilanz der Notenbanken, dass die Qualität der Anleihen rapide sinkt. Und da gibt es auch verschiedene richtig coole YouTube-Videos, zum Beispiel vom Ingo Sauer, der hat das erforscht, dass nicht die Geldmenge entscheidend ist, sondern die Qualität der Notenbankbilanz. Und wenn die Notenbankbilanz letztendlich nur aus schlechten Anleihen besteht, kommt es zur Inflation. Das heißt, eine Inflation ist denkbar und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Per se ist die Lösung für Inflation immer recht einfach, nämlich, dass man Sachwerte kauft. Sachwerte, die begrenzt sind. Also am besten keine Konsumgüter, die natürlich auch Sachwerte sind. Damals in der DDR war es so, wenn es Gummistiefel gab, haben alle Gummistiefel gekauft. Ja? Das heißt, Konsumgüter, die in einer großen Masse verfügbar sind, eignen sich nicht. Das heißt, alles, was Sachwerte ist, was Sachwerte sind und was in einer gewissen Weise begrenzt ist. Da gibt es nicht viele Alternativen. Einerseits gibt es Immobilien. Um Immobilien zu kaufen, braucht man gewisses Eigenkapital und auf jeden Fall gutes Wissen zur Finanzierung und zur steuerlichen Optimierung. Das zweite, was es gibt, sind Aktien. Aktien, spannendes Thema, sollte man sich auskennen. Und vor allem 2020 sehen wir gerade an den US-Märkten, dass da sehr, sehr komische Sachen passieren. Dass die Märkte, die quasi im März abgefallen sind, sich jetzt so rapide erholen, liegt nicht daran, dass die Großbanken da drin sind, sondern liegt daran, dass gerade Millionen von Kleinanlegern, teilweise minderjährig, in die Aktienmärkte reingehen und sich verschulden, Hypotheken aufnehmen für letztendlich diese Zockerei. Aktuell ist es so, dass das immer beliebter wird. Dieser sogenannte FOMO-Effekt, Fear of Missing Opportunity, das kennt jeder vielleicht noch von der Telekom oder von Bitcoins oder den Cannabis-Aktien. So als die durch die Decke gegangen sind, hat jeder das Gefühl gehabt, oh, da muss ich auch einsteigen. Und genau das sehen wir gerade. Also Aktien, coole Sache, sind Sachwerte, da stehen Unternehmen dahinter, Fuhrparks dahinter, Industrieanlagen, Lizenzen, ist eine gute Sache. Sollte man sich auskennen und auch genau schauen, wie sind denn die Aktien gerade bewertet. So, was gibt es da noch? Dann gibt es nicht mehr viel. Es gibt noch so exotische Sachen wie Rolex, Oldtimer und so weiter. Auf jeden Fall inflationsstabil, wenn man sich auskennt. Ja? Und dann kommen wir zu einem der ältesten Zahlungsmittel der Welt. Der Weltgeschichte. Nämlich Gold und Silber. Gold und Silber haben eine Eigenschaft, nämlich sie haben immer ihren Wert behalten. Und der Wert eines Edelmetalls ist nicht der Preis, sondern das, was ich dafür kaufen kann. Eine Unze Gold ist immer eine Unze Gold. Sachwerte, egal ob Aktien, Immobilien oder Edelmetalle, kann ich immer in irgendeiner Weise messen oder wiegen. Immobilie kann ich mit dem Meterstab abmessen, Aktien kann ich letztendlich durch zum Beispiel die Fuhrparks, da sind Sachanlagen dahinter, könnte ich sogar, was ihr seht, den Gabelstapler wiegen. Und Edelmetalle wiege ich auch.
Und das ist der große Unterschied zu Geldwerten. Girokonto, Bausparer, vermögenswirksame Leistungen, Lebensversicherungen und alles, ja, Riester-Rente, das sind Geldwerte. Die sind letztendlich nichts anderes wie ein Versprechen. Also ganz wichtig, wenn du ein Bankkonto hast, dann heißt das nicht, dass die Bank auf dein Geld aufpasst. Rein rechtlich ist es ein unbesicherter Kredit. Das heißt, die Bank ist dein Geschäftspartner und du leihst dem Geschäftspartner Geld. Und da kommen wir auch zu einem rechtlichen Unterschied. Überlege dir, ob du jemandem einen Kredit gibst und du gibst rein rechtlich jemandem einen Kredit, wenn du eine Lebensversicherung hast, wenn du eine Lebensversicherung, die kapitalaufbauend ist, eine Risikolebensversicherung ist einfach ein Versicherungsprodukt, das sinnvoll ist, eine Kapitallebensversicherung ist auf jeden Fall ein Anspruch auf Rückzahlung. Girokonto ist ja ein Anspruch auf Rückzahlung, vermögenswirksame Leistungen, Bausparer. In allen vier Fällen bist du Gläubiger. Das ist wichtig zu verstehen. Du bist eigentlich auf der anderen Seite, wie man oft mal glaubt. Du hast einen Anspruch, aber wenn das Geld weg ist, ist es wie bei einem normalen Wirtschaftsunternehmen. Wenn ich, was weiß ich, eine Bäckerei mein Geld leihe und die gehen pleite, Geld weg. Ganz wichtig, informiere dich über das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Das besagt, dass innerhalb von 48 Stunden Bankkonten im Sanierungsfall der Bank, also wenn die Bank pleite ist, auf Null geschrieben werden können. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz, das ganz viele nicht kennen. Informiere dich da mal drüber, ob es dich betrifft. Aktuell sind nicht alle Sparer davon betroffen, aber vor allem größere Geschäftsguthaben, größere Privatguthaben sind davon betroffen und im Zweifelsfall sind die weg. Gut, also, das heißt, wenn ich der Bank irgendwas gebe, bin ich Gläubiger, es ist ein Kredit, den ich der Bank gebe. Bei Aktien, bei Immobilien, bei der Rolex und bei Edelmetallen ist es genau andersrum. Dann bin ich selber Eigentümer. Das heißt, ich habe die Möglichkeit darüber zu verfügen, was ich damit mache und ja, wo ich das möglicherweise auch lagere, also ob ich es verkaufe oder nicht, das Risiko liegt bei mir oder ich entscheide darüber, was ich damit mache. Das heißt, ich muss keinem anderen vertrauen, sondern ich habe diesen Wert daheim liegen, ich habe ihn in einer anderen Straße, in einer Immobilie, was weiß ich, mein Rolls Royce oder irgendein Oldtimer habe ich in der Garage stehen oder Aktien habe ich im Online-Depot, die auch bei einer Bankenabwicklung unter das Sondervermögen fallen. Das heißt, die Bank wird abgewickelt, die Aktien gehören nach wie vor dir, obwohl du sie bei der Bank gekauft hast. Das heißt, Edelmetalle haben diesen Vorteil, du bist Eigentümer. Gold und Silber sind seit jeher wertstabil und sie sind einfach. Ganz einfach. Konkret bedeutet es, weißt du genau, wie man eine Immobilie finanziert? Weißt du genau, wie es steuerlich ist, eine Immobilie zu strukturieren? Wie ist es denn bei Aktien? Weißt du ganz genau, was zum Beispiel viele Leute jetzt gehen in ETFs? Weißt du denn, was die Risiken da drin sind? Was ein Emittentenrisiko ist? Was Liquiditätsrisiken sind? Wenn du das nicht weißt, dann ist es ein kompliziertes Produkt und dann gehst du Gefahren ein, die du vielleicht gar nicht kennst. Bei Edelmetallen ist das ganz was anderes. Edelmetalle kauft man einfach. Dazu muss man nicht viel wissen. Ich kaufe es einfach, gehe zur Bank, zum Edelmetallhändler oder sonst zu irgendeinem Edelmetallshop, kaufe es. Steuerlich muss ich nur eins wissen, wenn ich das Gold und Silber über ein Jahr lang halte, ist es steuerfrei. Auch da ist ein Riesenvorteil gegenüber Aktien. Aktien zahlst du immer auf den Gewinn 25% plus Solidaritätszuschlag. Das heißt, du verlierst bei Aktien immer knapp ein Drittel deines Kursgewinns. So, jetzt ist die Frage, gut, wir verstehen, Edelmetalle können ein Portfolio und ganz viele sagen, okay, ich habe vielleicht so 5-6%, vielleicht 10%, aber ich tue nicht mehr Edelmetalle rein.
Warum ist das so? Weil es diesen Mythos gibt, Edelmetalle bringen keine Zinsen. Dazu muss man zwei Sachen wissen. Die Bank bringt aktuell auch keine Zinsen. Und die Dividenden, also die Zinsen von Aktien, ist die Frage, inwieweit die in den nächsten Jahren überhaupt ausgeschüttet werden und in welcher Höhe. Denn durch Corona ist einfach die ganze Weltwirtschaft wirklich extrem geschädigt. Ist die Frage, ob es da was gibt. Aber das ist gar nicht das Argument, was jetzt pro Edelmetall spricht. Ein ganz anderes. Wenn ich meine Edelmetalle nicht nur einfach in Schubladen lege und warte, dass mehr wird, sondern eine Strategie anwende, dann kann ich tatsächlich Mehrwerte erschaffen. Wie das geht, erklären wir in anderen Videos. Letztendlich ist es ganz einfach. Wenn ich Gold und Silber kaufe, sage ich, ich will in Edelmetalle investieren, dann muss ich mir einfach anschauen, wo ist denn gerade das Tauschverhältnis von Gold und Silber. Also ist Silber gerade günstig im Vergleich zu Gold, dann kaufe ich Silber. Ist Gold gerade günstig zu Silber, dann kaufe ich Gold. Und im Laufe der Zeit verändere ich die Gewichtung immer so, wie das aktuelle Verhältnis ist. Und dadurch entsteht immer ein Mehrwert. Das ist ein klassisches Arbitrage-Geschäft, wie das große Investmentbanken bei Währungsunterschieden machen, bei Aktien- und Anleihenunterschieden. Eine ganz alte und bewährte Strategie, die jeder umsetzen kann. Und vor allem ganz wichtig, zu jedem Zeitpunkt ist man in Edelmetalle investiert. Das heißt, dann habe ich halt mehr Silber statt Gold oder mehr Gold statt Silber. Egal, zu 100% in Edelmetalle. Gut, was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Nummer 1 ist bei der Bank. Ja, wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Deutschland beschäftigt und vor allem der Finanzgeschichte, der muss ganz klar sagen, Bank ist nicht so geil. Aus mehreren Gründen. Erstens, die Gebühren sind extrem hoch. Die Gebühren liegen irgendwo bei 15-30%, was man einfach durch die Handelsmargen verliert. Es ist auch ganz logisch, weil das Hauptgeschäft von der Bank ist einfach nicht Edelmetalle. Die haben sich da nicht drauf spezialisiert. Und im Hintergrund die ganzen Sparkassen und Raiffeisenbanken. Es ist einfach bürokratisch sehr viel dahinter. Und die Edelmetalle sind bei der Bank registriert. Das ist aus der Vergangenheit nicht clever für eine gewisse Risikodiversifizierung, also eine gewisse Risikoaufteilung. Wenn die Bank weiß, dass du Edelmetalle gekauft hast, kann ein Staat möglicherweise jederzeit darauf zugreifen, weil der Staat sagt, okay, du hast Gold und Silber, gib's mir. Oder zum Beispiel auch Bankschließfächer, Riesenproblem, denn die sind ja registriert. Und wir wissen anhand der deutschen Geschichte, aber auch in der Eurozone, in Griechenland und Zypern oder in Großbritannien, dass in den Wirtschaftskrisen 2007, 2008, in Griechenland 2012 Bankschließfächer aufgebrochen worden sind. Das heißt, letztendlich kannst du dir vorstellen, wenn der Staat gewisse Unterlagen, gewisse Vermögenswerte haben will von gewissen Personen, kann er letztendlich durch die Bank durchgreifen. Seien es Edelmetalle, seien es Sparguthaben, seien es andere Vermögenswerte, die bei der Bank lagern oder sei es beim Schließfach. Gut, also Bank ist möglich, kann jeder machen, ist aber nicht wirklich sinnvoll. Das zweite ist, beim Edelmetallhändler physisch Ware kaufen. Das ist eine ziemlich coole Sache, da gibt es auch zwei, drei richtig große Anbieter in Deutschland. Da fährt man dann hin, legt Geld auf den Tresen und bekommt Gold und Silber. Es gibt dabei einfach die Regel, bis 2000 Euro darf man Edelmetalle kaufen. Unregistriert. Darüber muss man es registrieren. Es ist einfach die Gesetzgebung, die hat sich vor ein paar Jahren verändert. Es gibt ein großes Problem, nicht die Gebühren. Die Gebühren sind bei den Edelmetallhändlern einigermaßen moderat, sondern das Problem ist, wenn ihr Silber kauft beim Edelmetallhändler und ihr nehmt das quasi aus dem Gebäude mit raus, dann ist es umsatzsteuerpflichtig oder bei Silbermünzen Differenzbesteuerung von 7%. Das heißt, ihr verliert, sagen wir mal, bei 19% Umsatzsteuer 23% Ware.
ist ehrlich gesagt auch nicht so geil. Was gibt es noch? Es gibt noch die Möglichkeit, Edelmetalle einzulagern in ein Zollfreilager. Das ist was, was es schon lange gibt. Ja, ich selber mache das seit 2012. Da war das damals so eine neuere Sache, dass man einfach strategische Metalle oder Industriemetalle oder Edelmetalle in ein Zollfreilager reintut. Zollfreilager ist einfach, ist ursprünglich entwickelt worden, um gewisse Waren, die länger haltbar sind, zum Beispiel auch, wie gesagt, strategische Industriemetalle, einfach mal irgendwo abzulagern, bevor sie dann in der Volkswirtschaft reingehen und dann versteuert werden. Und da kommen wir schon zu einem richtig coolen Punkt. Nämlich, Edelmetalle sind in so einem Zollfreilager geschützt und nicht bei der Bank registriert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man einen guten Anbieter hat, kann man entscheiden, in welches Hochsicherheitslager, in welcher Zollfreilager man seine Edelmetalle tut. Das ist natürlich die Frage, wie? Wo soll ich es denn hin tun? Tresor halt. Vor der Begriff Risikodiversifizierung. Also Risikoaufteilung kann man ja nicht nur in den Anlageklassen machen, sondern zum Beispiel auch in den politischen Systemen. Und das machen Leute seit zig Jahren. In der Vergangenheit ist es schwieriger geworden, so irgendwie Geld in die Schweiz zu bringen, in irgendwie Banken. Es ist so ein bisschen natürlich schlecht besetzt, aber was möglich ist, Gold und Silber einfach in der Schweiz einzulagern. Gold und Silber in Wien einzulagern, in Großbritannien, in München, in Singapur. Singapur ist zum Beispiel auch ein sehr spannendes Lager, weil dort auch ganz spezielle gesetzliche Rahmenbedingungen sind. Ja? Das heißt, wenn der deutsche Staat meint, hey, ich will jetzt allen Sparern, was weiß ich, einen gewissen Teil ihrer Sparanlagen wegnehmen und vielleicht noch allen Goldbesitzern einen Teil des Golds und allen Aktienbesitzern einen Teil der Aktien, wenn das Gold gar nicht in Deutschland ist, hat der deutsche Staat keine Möglichkeit auf den Zugriff. Und dementsprechend ist es ein weiterer Faktor für die Sicherheit. Und wenn wir schon bei Zollfreilager sind, dann sind wir beim spannenden Thema, nämlich bei Steuern. Edelmetalle, ja, vor allem Platin, Palladium und Silber, sind die umsatzsteuerpflichtig, wenn man sich es ausliefern lässt. Bei Gold ist es nicht so. In einem Zollfreilager zahlt man keine Umsatzsteuer. Umsatzsteuer oder Differenzbesteuerung bei Silbermünzen zahlt man erst, wenn die Ware rausgeht in die deutsche Volkswirtschaft. Dann steht der Zollbeamte da und dann wird es versteuert. Also das ist zum Vermögensaufbau eine richtig coole Sache. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich will eine Gold-Silber-Strategie, eine Edelmetall-Strategie für mich verwenden, dass ich im Zeitablauf immer mal so meine Gold- und Silbergewichtung ein bisschen verändere, dann ist ein Zollfreilager das beste Mittel, um das umzusetzen, weil man erstens physisch investiert, das heißt, man kann die Ware jederzeit abholen oder liefern lassen, man ist Eigentümer davon, ja, wichtig. Die Gebühren sind natürlich noch geringer, als wenn ich es jetzt ausliefern lasse, weil in der Regel diese ganzen Prozesse sehr digitalisiert sind. Ich habe ein sehr hohes Maß an Sicherheit, nicht nur durch die höchsten Standards in der Tresortechnologie, sondern natürlich auch durch gewisse Kontrollmechanismen, dass zum Beispiel einmal im Monat der Rechtsanwalt durchgeht und die Bestände auch checkt, ja? Also ein externer Rechtsanwalt. Ja, und das Ganze spricht für ein Zollfreilager. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt sowas wie Xetragold. Das ist eigentlich ein Goldtitel, den man bei der Börse kaufen kann. Da ist irgendwo dann in Frankfurt und München ist das ganze Gold eingelagert, also da ist Ware dahinter und man kann quasi dann einen Anteil dieser Ware als, ich sag mal, Wertpapier, als Anspruchspapier drauf kaufen. Das Problem ist, die Auslieferung ist nicht vorgesehen. Also einfach nur am Gold- und Silberpreis da irgendwie mitzumachen, möglich. Aber die Ware, auch wenn sie euch rechtlich gehört, wird in der Regel nicht ausgeliefert. Ja.
musst du entscheiden. Und dann gibt es natürlich noch Hebelprodukte oder einfach Finanzprodukte. Das sind wieder Geldwerte, denn irgendeine Bank sagt, irgendeine Investmentbank, ein großer Broker sagt, pass auf, hier kriegst du ein Papier, da steht drauf, wenn Gold um 10% steigt, dann kriegst du durch dieses Papier diese 10% auch. Ja, das ist wieder nichts anderes wie ein Versprechen. Diese Zertifikate kann man auch als Hebelzertifikate nutzen. Das heißt, wenn ich zocken will, dann gehe ich her und sage, okay, pass auf, ich glaube, dass Silber steigt, kaufe mir irgendein Hebelzertifikat. Auch gewisse ETFs, synthetische ETFs, die zum Beispiel einen Gold- und Silberpreis abbilden, und kann dann überproportional von den Entwicklungen partizipieren. Für langfristige Vermögensstrukturierung und Vermögensaufbau ist ganz wichtig, Sachwerte in der mittel- und langen Frist zu machen. Ein Zertifikat oder ein Recht auf Gold, wie beim Xetra Gold. Überlegt euch selber, wie viel Sachwert das ist. Könnt ihr die Ware anfassen? Könnt ihr ins Lager fahren? Eure Bestände anschauen? Schwierig. Das heißt, eigentlich gibt es zum Edelmetallhändler und physisch die Ware mit heimnehmen und daheim einlagern und zum Depot im Zollfreilager eigentlich keine Alternativen. Wenn du physisch nachhaltig in Sachwerte investieren willst und auch die horrenden Gebühren von der Bank und vor allem auch das Durchgriffsrisiko des Staates vermeiden willst, bleibt eigentlich nichts anderes wie ein guter Edelmetallhändler, der am besten zertifiziert ist, der ganz wichtig einen super Support hat, ja, weil es kommt immer mal wieder rechtliche Veränderungen, dass vielleicht Steuern sich verändern. Das ist immer gut, wenn man einen super Partner hat. Und die andere Alternative ist, ja, wenn man wirklich sagt, ich will maximal Gebühren sparen, ich will physische Ware kaufen, ich will, dass es mein Eigentum ist und ich will es vom deutschen Staat schützen und ich will vielleicht noch eine Edelmetallstrategie anwenden, ja, dann ist das Zollfreilager eine richtig coole Option. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ja, wenn du mehr Videos von denen sehen willst, dann abonniere den Kanal und kommentiere, wenn du Fragen hast. Und sonst, solltest du Fragen haben zu deiner eigenen Vermögensstrukturierung oder wie du zum Beispiel so schnell wie möglich deine Edelmetallbestände aufbauen kannst, in der Schweiz, in Singapur, in Deutschland, daheim, dann melde dich einfach zum kostenlosen Beratungsgespräch an und dann werden wir für dich eine Lösung finden, sei es, dass du eine Privatperson bist, sei es als Unternehmer, denn auch gerade für Unternehmen ist ein gewisser Teil in Gold oder Silber, in Edelmetalle eine super Möglichkeit. Bis dann, zum nächsten Video. Ciao.